Guten Morgen zusammen. Heute startet meine Tour direkt am Haldensee. Es wird auch eine recht leichte Tour werden mit ungefähr 250 Höhenmeter. Also wesentlich weniger als die letzten Tage. Ich werde jetzt so eine größere Runde um den Haldensee machen. Erstmal an der Südseite entlang und dann geht es wieder weg vom Haldensee. Aber so wie ich das gelesen habe, soll es unterwegs schöne Aussichten geben auf den See. Bis jetzt haben wir auch wieder bestes Wetter, war gar nicht so angesagt heute. Ich komme heute auf ungefähr 12 Kilometer und es sind überwiegend leichte Wege. Ich laufe jetzt noch bis zum Seeende und dann geht es irgendwo darüber. Das nennt sich dann Adlerhorst. Da drüben mitten im Berg ist irgendein Haus. Das könnte das sein, aber wie gesagt, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht es dann da weiter. Und hier ist schon gleich das Ende. Ja, ich bin ja jetzt das erste Mal im Tannheimer Tal unterwegs. Wenn ihr da also Tipps habt, dann könnt ihr mir das auch gerne schreiben. Wenn ich dann das nächste Mal herkomme, dann kann ich da mal drüber schauen. Adlerhorst steht jetzt auch schon dran mit 50 Minuten. Das müsste dann so ungefähr die höchste Stelle sein. Ich komme jetzt langsam der Straße näher. Da ganz drüben bin ich gestartet. Dann ging das auf der Seite einmal rum. Jetzt muss ich erstmal auf die andere Straßenseite und dann mal schauen, wo es weitergeht. Und hier geht es wieder von der Straße weg. Also die Berghütte Adlerhorst hat Betriebsruhe. Meine Gastgeberin, die hat auch gesagt, dass das wohl schon über 2 Jahre zu sein soll. Und jetzt geht es auch erstmal bergauf. Hier links könnte man jetzt auch weiterlaufen, da braucht man ungefähr 30 Minuten und ich laufe aber geradeaus weiter, mache dann einen größeren Bogen, ist dann 10 Minuten länger. Aber ich wollte ja heute einfache Wege. Hier kann man es noch mal lesen, wegen Verkauf geschlossen. Also man hatte jetzt zweimal die Möglichkeit, über einen Waldweg abzukürzen, wenn man nicht den breiten Forstweg hier weiterlaufen will. Hier kommt jetzt der eine Waldweg hoch. Da vorne ist dann schon der Berggasthof, wie gesagt, geschlossen. Ich hoffe mal, dass man da irgendwo auf einen Aussichtspunkt kommt. Nicht, dass da alles abgesperrt ist. So sieht das hier aus. Da vorne wäre dann eine super Terrasse, wo ich leider nicht drauf komme. Das zieht sich auf einmal zu, Wahnsinn.
nochmal einen Blick zum See. Ja, ich hoffe nur, dass da noch eine bessere Aussicht kommt. Hier hat man jetzt mal einen Blick auf Nessel-Wengler. Ich glaube, es geht wieder bergab. Das waren jetzt ungefähr 270 Höhenmeter bis hier. Da oben ist die Bergstation der Füssener Bahn, Füssener Jöchle. Könnte man jetzt auch von hier aus hinlaufen, wären glaube ich 2 Stunden. Ich dachte eigentlich, dass ich die höchste Stelle schon erreicht habe, aber hier geht es jetzt doch wieder bergauf. Hier hat man jetzt mal wieder ein bisschen Aussicht, zwar nicht auf den See. Ich habe mir eigentlich mehr von der Tour erwartet, mit schönen Ausblicken auf den See, aber die hat man jetzt nicht so gehabt. Ich werde die Tour jetzt ein bisschen abändern. Ich laufe jetzt zur Talstation der Füssener Jöchlebahn und fahre dann erstmal hoch. Bergbahnticket habe ich ja, muss ich das natürlich auch ausnutzen. Da unten ist jetzt schon die Talstation. Ich werde jetzt erstmal nach oben fahren und ja, oben werde ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen was filmen, aber jetzt keinen großen Rundgang da machen. Mal schauen, ich werde es sehen. Video ist auf jeden Fall noch nicht zu Ende. Spätestens wenn ich wieder runterfahre, geht es dann hier weiter. So sieht jetzt die Sicht von oben aus. Irgendwelche Gipfelwanderung hier oben, das bringt manchmal überhaupt nichts, weil doch etwas neblig ist. Ich bin jetzt wieder unten angekommen. Hier ist auf jeden Fall wärmer und besseres Wetter. Ich werde mal schauen, ob ich in Grän jetzt irgendwo noch einen Kaffee kriege und dann werde ich weiter nach Tannheim laufen. Da ganz hinten ist Tannheim vor den Bergen. Kaffee gab es jetzt keinen, aber spätestens in Tannheim werde ich dann wohl was bekommen. Nochmal ein Blick auf Grän und ganz oben, wo der Nebel ist, ist das Füssener Jöchle. Also Wolken, kein Nebel. Jetzt gibt es gleich wieder Kommentare, dass das kein Nebel ist, sondern dass das Wolken sind. Das sieht schon gewaltig aus mit den Wolken. Da vorne ist dann auch schon Tannheim. Ja Leute, mal schauen, wo ich morgen lande. Morgen soll das Wetter nicht so gut sein, da soll es dann doch wohl ein bisschen mehr regnen. Irgendwas werde ich schon machen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.